Radio for Kickers Würzburg. 90 Minuten, ein Leben lang. Glücklicher Punkt für die Würzburger Kickers. FC Würzburger Kickers gegen Spielvereinigung Bayernhof 1:1, Halbzeit 1:1. Die Torfolge: 0:1 Daniel Gareis, 21. Minute. 1:1 Sebastian Sonnenberger, 25. Minute per Foulelfmeter. 505 Zuschauer sahen die Begegnung. FC Würzburger Kickers gegen Spielvereinigung Bayernhof 1:1. Dieter Wirsching, Begeisterung in der Vorbereitung von der Mannschaft, was ich vielfach selbst im Training auch gesehen habe. Und heute war nichts davon über. Leider, ja. Also meine Mannschaft hat tatsächlich Nerven gezeigt, hat den Rhythmus in keiner Phase des Spiels oder in ganz wenigen Phasen des Spiels gefunden. Wir waren läuferisch nicht präsent, wir waren körperlich zwar schon präsent oder fit oder da, aber heute hat der Kopf überhaupt nicht mitgespielt. Und wenn man natürlich die Basics beim Fußball, Laufbereitschaft, Zweikampfhärte und Organisation vergisst und nur versucht, über Kombinationsfußball zu kommen, was heute auch schwierig war, auf einem trotzdem guten Geläuf, dann muss man am Ende des Tages halt eben sich so mit so einer Leistung auseinandersetzen. Du hast ein Experiment gebracht mit Murphy auf der Zehnerposition. Dieses Experiment hast du dann schnell beendet. Ja, ich wurde auch ein bisschen gezwungen zu dem Experiment. Uns ist kurzfristig Daniel Donaldson hinten links ausgefallen. Und nach unserer intensiven Recherche der Gegentore in der ersten Halbserie haben wir sehr viele Gegentore hinten links bekommen und das wollte ich zwingend korrigieren. Ist uns mit Abstrichen heute auch mit Andi Bauer gelungen, ja, der dann vom rechten Defensivflügel auf den linken gewechselt ist. Und ich hatte als Alternative das Problem mit Alban Ramay, der war nicht im Trainingsrhythmus. Wir haben das Problem mit Nicolas Wirsching, der war bis einschließlich Montag grippekrank und dementsprechend haben uns auch ein bisschen die Alternativen auf der 10 gefehlt. Und mit dem Ausfall von Daniel Donaldson musste ich praktisch dann eine größere Rechade stattfinden lassen innerhalb des Teams. Und dementsprechend waren praktisch 5 Wochen Vorbereitungsphase, Makulatur. Und dementsprechend ja, musste ich nach 20 Minuten das Experiment auflösen. Habe mich beim Karl und beim Team auch schon entschuldigt, dass man das nicht nie gerne macht als Coach, nach 20 Minuten jemanden auswechselt. Aber es war halt einfach am ehesten nach einem schlechten Start die Lösung, ein Experiment aufzulösen, als irgendjemand anders dann. Die Mannschaft hat schlecht gespielt, du hast dich beim Team entschuldigt, das hat man beim Trainer selten. Ja, ich bin für das Team verantwortlich, ich bin für gute Leistungen verantwortlich, bin für Niederlagen verantwortlich, bin vor allem aber auch für schlechte Leistungen mitverantwortlich. Ja, ich spiele zwar nicht selber, aber ein Trainer steht halt nun mal da in der Verantwortung und dann ist es für mich völlig legitim, wenn ich den Eindruck habe, wenn man so den 90 Minuten Revue passieren lässt, dass es unglücklich war von mir, dann kann ich das selbstverständlich meiner Mannschaft sagen. Die offene Kommunikation, die pflege ich und da gehen wir ehrlich miteinander um. Jetzt geht es aber darum, nach vorne zu sehen. Wie sind da die Reaktionen des Trainers in der nächsten Woche? Ja, erstmal haben wir jetzt dann morgen früh Training. Wir werden dann inhaltlich schon versuchen aufzuarbeiten, was heute eben nicht besonders gut gelaufen ist. Das ist schnelles Passspiel, das ist einfach Kombinationsfußball, das ist dann Regeneration und Auslaufen. Und die Jungs hatten heute Angst. Das war was, was man natürlich zum allerersten Spiel in der Rückrunde oder auch in einer Saison immer wieder mal hat. Wohlgemerkt, bis man seinen Lauf oder bis man seinen Rhythmus hat. Und das gilt schleunigst nächste Woche aus den Köpfen der Jungs zu kriegen. Und keiner muss Angst haben. Wir haben jetzt 34 Punkte, Bayernhof hat 15. Und das habe ich den Jungs in der Halbzeit auch nochmal die Tabelle gezeigt, dass es für die um die nackte Existenz geht und um den Klassenverbleib und wir eigentlich vor niemandem Angst haben müssen. Nur es war auch ein bisschen besser Engagement in der zweiten Hälfte, aber es wird vor allem auch im fußballtechnischen Bereich und wohl auch im Bereich der Psychologie viel zu arbeiten sein die Woche. Flyer-Alarm Arena. Flyer-Alarm präsentiert die Regionalliga Bayern im Überblick. Die Regionalliga Bayern. Radio for you. Gelungener Start für den Tabellenführer. FV Illertissen gegen FC Augsburg 2, 3:0, Halbzeit 0:0. Der Illertissener Trainer Holger Bachtaler. Ja, für uns war es natürlich nach der langen Pause sehr wichtig, mit positiven Ergebnissen das neue Jahr zu starten. Die Vorbereitung war ja aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht ganz einfach für die Spieler.
von daher war es umso wichtiger für uns, einfach mit einem positiven Spiel in die neue Rückrunde zu starten. Insgesamt zum Spiel, denke ich mal, haben wir natürlich gerade in der ersten Halbzeit etwas Anlaufschwierigkeiten gehabt, was aber ganz normal ist von der Umstellung her, Kunstrasen auf dem normalen Rasenplatz. Aber die zweite Halbzeit hat meine Mannschaft eigentlich nochmal zulegen können, hat, denke ich mal, auch insgesamt verdient gegen den FC Augsburg gewonnen. Die Torfolge 1:0 Marc Hemmerle, 59. Spielminute, 2:0 Manuel Strahler, 75. Minute, 3:0 Marco Hahn, 90. Spielminute. 400 Zuschauer sahen die Begegnung FV Illertissen gegen FC Augsburg 2:3:0. Die Regionalliga Bayern. Radio for you. Reuter Fürth 2 gegen den FC Memmingen 1:2, Halbzeit 0:1. Die Torfolge 0:1 Kevin Ruiz, 15. Minute, 0:2 Edgar Weiler, 56. Minute, 1:2 Kingsley und Nekpo, 67. Minute. 180 Zuschauer sahen die Begegnung, Reuter Fürth 2 gegen FC Memmingen 1:2. Okay. Esat Karic, ein Auswärtssieg in Greuther Fürth für Memmingen, ein toller Start ins Jahr 2013. Ja, es ist alles sehr, sehr glücklich nach heutigen Spiel, dass wir hatten gewonnen, vor allem gegen sehr starke Gegner, wo hat in Aufgebot gehabt, ein paar Profis. Muss ich sagen, meine Mannschaft hat sehr gut funktioniert in der Defensive. Wir haben trotzdem unsere Chance gesucht nach vorne und wir haben uns insgesamt in ganzen 90 Minuten 4-5 hochkarätige Chance erarbeitet, aber die Tore sind gefallen von unserer Seite auf die Standardsituation und ich freue mich riesig für die Mannschaft, für die Verein in unserer Situation, dass wir haben heute sehr wichtige 3 Punkte nach Memmingen mitgenommen. Die Regionalliga Bayern. SV Seligenporten gegen SV Heimstetten 1:3, Halbzeit 1:1. Die Torfolge 1:0 Mario Zitzmann, 8. Minute, 1:1 Andreas Neumeier, 17. Minute, 1:2 Hugo Lopez, 78. Minute und 1:3 Andreas Neumeier, 90. Minute. 170 Zuschauer sahen die Begegnung. SV Seligenporten gegen SV Heimstetten 1:3. Die Regionalliga Bayern. Radio for you. 1. FC Eintracht Bamberg gegen den 1. FC Nürnberg 2, 1:1, Halbzeit 0:1. Die Torfolge 0:1 Markus Mendler, 9. Minute, 1:1 Abdel Abu Khalil, 70. Minute. 1. FCE Bamberg gegen 1. FC Nürnberg 2, 1:1. Die Regionalliga Bayern. Radio for you. FC Ismaning gegen FC Ingolstadt 2, 0:2, Halbzeit 0:1. Die Torfolge 0:1 Stefan Müller, 26. Minute, 0:2 Stanislaus Herzl, 81. Minute. 260 Zuschauer sahen die Begegnung. FC Ismaning gegen FC Ingolstadt 2, 0:2. Die Regionalliga Bayern. Radio for you. TSV Rhein am Lech gegen 1860 München 2, 1:2, Halbzeit 0:2. Die Torfolge 0:1 Ola Kamara, 26. Minute, 0:2 Markus Ziereis, 35. Minute, 1:2 Sebastian Fischer, 90. Minute. 720 Zuschauer sahen die Begegnung, TSV Rhein am Lech gegen 1860 München 2, 1:2. Die Regionalliga Bayern. Viktoria Aschaffenburg gegen SC Eltersdorf 1:0, Halbzeit 1:0. Das 1:0 durch Peter Sprung in der 12. Minute. 350 Zuschauer sahen die Begegnung Viktoria Aschaffenburg gegen SC Eltersdorf 1:0. Der Sponsor im Gespräch. Vorgestellt: Flyeralarm, die Online-Druckerei. Komm vorbei und druck deine Idee. Im Gespräch Susanne Büttner, Leitung Sponsoring. Flyeralarm Arena.
Ab März 2013 heißt das Stadion der Würzburger Kickers Flyer Alarm Arena. Die Entscheidung, einfach auch in Flyer Alarm Arena umzubenennen, freut uns natürlich sehr, dass wir da die Einigung mit dem Verein treffen konnten. Ich denke, es spricht einfach dafür, in einem Unternehmen, die erfolgreich sind, die heimisch sind in Würzburg, damit auch irgendwo sichtbar zu machen, dass man hier auch unterstützt, so wie, ich sag mal, die S-Oliver Arena, jetzt auch die Flyer Alarm Arena zu haben, zwei renommierte Unternehmen in Würzburg, die über die Grenzen hinaus auch bekannt sind, da einfach auch sich einfach auch zu zeigen, macht uns ja sehr stolz und erwarten dann natürlich auch mehr Publicity, erwünschen uns natürlich auch, dass dann natürlich auch der Bekanntheitsgrad gesteigert wird und auch gesehen wird, dass wir nicht nur sympathisieren mit den ganz Großen, sondern dass wir auch heimatverbunden sind und auch unsere regionalen Vereine sehr unterstützen. Der Vertrag über die Namensrechte geht über 3 Jahre. Es ist deutlich zu sehen am Stadion Flyer Alarm Arena. Was sind sonst für Aktionen im Stadion geplant? Also ich sage mal, wir starten jetzt natürlich durch. Wir wissen, dass natürlich das eine oder andere natürlich auch für den Zuschauer attraktiver gemacht werden kann oder sollte und man das Ganze natürlich noch wesentlich besser ausstatten könnte oder auch renovierungsbedürftig ist. Ich denke, da jetzt wirklich zu sagen, was genau geplant ist, wäre zu weit vorgegriffen. Aber ich sage mal so, es ist angekommen und da wollen wir uns natürlich, denke ich, schon in dem Laufe der 3 Jahre auch verbessern, auch was natürlich das Stadion an sich betrifft. Das Stadion ist Eigentum der Würzburger Kickers. Da fehlt natürlich ein bisschen die Unterstützung der Gemeinde, der Stadt. Umso besser ist es natürlich für die Kickers, einen Partner wie Flyer Alarm im Stadion an der Seite zu haben. Ja, das ist richtig und wie gesagt, das ist für uns natürlich auch ganz klar mit ein Wunsch, umso besser natürlich wir uns da auch einbringen können und alles attraktiver gestalten können, sind wir natürlich mit an Bord. Aber was genau geplant ist im Laufe der 3 Jahre oder inwieweit, können wir natürlich jetzt noch keine Aussage treffen.